Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass Sie heute Abend da sind und schön, dass Sie jetzt live eingeschaltet haben auf www.juelmedia.de. Wir wollen heute weiter studieren in diesem wunderbaren, wunderschönen Kapitel Johannes 10, in dem Jesus mit diesem Bild von dem Hirten und den Schafen etwas sehr Wertvolles über sich selbst offenbart hat. Und bevor wir das tun, wollen wir wie immer mit einem Gebet starten und wo es möglich ist, lade ich uns ein, dass wir dazu kurz niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du so ein wunderbarer und großer und gütiger Gott bist. Wir möchten dir Danke sagen, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du unser Leben führst. Wir möchten dir Danke sagen, dass wir jetzt dein Wort öffnen dürfen und durch deinen Heiligen Geist verstehen dürfen, wie du bist und wie du in unserem Leben wirkst. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt ganz persönlich zu uns sprichst, uns näher zu dir ziehst und dass wir von dir lernen dürfen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Gut, schlag mit mir auf Johannes Kapitel 10. Johannes Kapitel 10, wir haben das letzte Mal angefangen, die ersten 7 Verse zu lesen. Ihr erinnert euch, dort hat Jesus ein Gleichnis gesprochen. Das Gleichnis von den Schafen in der Schafhürde. Und dann gibt es diejenigen, die durch die Tür hineingehen. Das sind die, oder das ist der Hirte, der echte Hirte, der geht durch die Tür hinein. Und dann gibt es die, die nicht durch die Tür gehen, sondern die von einem anderen Weg hineinklettern. Und das sind die Diebe und die Räuber. Ja? Und dann haben wir gesehen, dass Jesus gesagt hat, und wir wissen schon, er ist der Hirte, aber Jesus ist nicht nur der Hirte, er ist auch die Tür. Das haben wir in Vers 7 gesehen. Jesus ist die Tür zu den Schafen und wir haben gesehen, dass der einzige Weg, um Teil des Volkes Gottes zu sein, Jesus ist. Da wollen wir heute ein bisschen weitermachen und wir fangen mal an in Vers 8. Wir lesen mal Vers 8 und 9 vielleicht zusammen. Wer das hat, kann gerne mal vorlesen. Vers 8 und 9. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Genau, hier haben wir wieder diese Idee, ich bin die Tür. Jesus sagt, ich bin derjenige, durch den wir gerettet werden. Aber er sagt, es gab Leute, die vor mir kamen. Und das waren Diebe und Räuber. Wollen wir uns kurz mal anschauen, wer sind diese Leute, die vor Jesus gekommen sind? Wir schauen mal ins Alte Testament und gehen mal dort zu Hosea. Hosea Kapitel 7, Vers 1. Wer sind diejenigen, die vor ihm waren? Hosea Kapitel 7. Und dort lesen wir Vers 1. Dort sagt Gott durch den Propheten Hosea, wer mag das mal lesen? Hat es jemand schon? Hosea 7, Vers 1. Wenn ich Israel heilen will, so offenbaren sich Ephraims Schuld und die Übel Samarias. Denn sie verüben Betrug und der Dieb dringt ein und Räuberbanden plündern draußen. Genau, dort heißt es also, Gott möchte Israel heilen, aber es gibt Diebe und Räuber, die Israel kaputt machen. Ja? Also im Alten Testament gibt es natürlich Menschen, die Gott dienen wollen, die von Gott berufen sind, aber es gibt auch Menschen, die das Volk kaputt machen und die sozusagen verhindern, dass das Volk Gottes die Erlösung annimmt. Diebe und Räuber. Und es scheint fast so, als ob Jesus so ein bisschen auf Hosea abzielt, dass er das so im Hinterkopf hat. Wir schauen noch eine Textstelle an und zwar in Zephania. Gehen wir ein bisschen durch die kleinen Propheten. Zephania Kapitel 3 und dort Vers 3 und 4. Zephania Kapitel 3, Vers 3 und 4. Dort sagt Gott durch den Propheten Zephania, ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts übrig lassen für den Morgen. Ihre Propheten sind leichtfertige, betrügerische Menschen, ihre Priester entweihen das Heiligtum, tun dem Gesetz Gewalt an. Welche Personengruppen werden hier angesprochen als quasi Diebe und Räuber? Welche Personengruppen sind das hier? Hm? Geistliche, ja? Die, ja? Fürsten, Richter, Propheten und Priester. Die politischen Führer des Landes?
die Richter, die entscheiden sollen, was wahr und gerecht ist, ja, die geistlichen Leiter, die Propheten, die Priester, sie alle werden hier als leichtfertig, als Löwen, als Wölfe beschrieben. Es gab im Alten Testament viele Leiter, die nicht so geleitet haben, wie Gott es sich wünscht. Ja, und Jesus hat das so im Hinterkopf. Es gab viele vor mir, die waren Räuber und Diebe. Noch ein Vers in der Hinsicht, und zwar in Hesekiel. Hesekiel 22. Und da haben wir denselben Gedanken, nur ein bisschen ausführlicher beschrieben. Hesekiel 22 und dort ab Vers 25. Hesekiel 22, Vers 25 bis 28. Mag das jemand lesen? Seine Propheten haben sich in ihm miteinander verschworen. Gleich einem brüllenden Löwen, der den Raub zerreißt, verschlingen sie Seelen, reißen Reichtum und Gut an sich und machen viele Witwen darin. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte. Seine Fürsten, die darin wohnen, sind wie Wölfe, die den Raub zerreißen. Sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um unrechtmäßigen Gewinn zu machen. Und seine Propheten streichen ihn mit Tünche darüber. Sie schauen Trug und Wahrsagen ihnen Lügen und sagen, so spricht Gott der Herr, während doch der Herr gar nicht geredet hat. Genau, wir sind hier wieder dieselben Personen, oder? Wir sind Propheten, Priester, Fürsten. Im Alten Testament gab es immer wieder das Problem, dass man sich nicht auf die Menschen verlassen konnte, die eigentlich vorgegeben haben, Gottes Gemeinde zu führen. Sie waren wie Wölfe, wie Löwen, die eigentlich sich nur an den Menschen bereichert haben. Ja? Und wir sehen hier auch über die Propheten, dass sie zwar behauptet haben, im Namen Gottes zu reden, aber das gar nicht wirklich getan haben. Glaubt ihr, es gibt es heute auch noch, dass Leute behaupten, dass sie im Namen Gottes reden und eigentlich gar nicht wirklich echte Hirten sind? Dass Leute nur vorgeben, Gottes Gemeinde führen zu wollen, aber in Wirklichkeit mehr kaputt machen? Das heißt, Jesus spricht ein echtes Problem an. Das ist nicht nur Theorie, dass es Räuber und Diebe gibt. Es gibt viele Menschen, damals im Alten Testament, die den Eindruck erweckt haben, für Gott zu arbeiten, aber in Wirklichkeit die Gemeinde durcheinander gebracht haben. Jetzt, interessanterweise, gab es das nicht nur im Alten Testament. Schauen wir mal in die Apostelgeschichte und wir gehen dort zu Kapitel 5. In Apostelgeschichte 5, dort finden wir, was der alte Priester der berühmte Priester Gamaliel gesagt hat, als gerade die Jünger von Jesus nach ihrer Predigt gefangen genommen worden sind. Und da finden wir jetzt folgende interessante Erzählung von ihm. In Apostelgeschichte 5, Vers 36 und 37. Und da sagt er folgendes: Denn vor diesen Tagen trat Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Was waren das wohl für Menschen, dieser Theudas und dieser Judas der Galiläer? Was haben die wohl von sich behauptet? Was denkt ihr? Steht nicht explizit da, aber man kann es ein bisschen so rauslesen. Was haben die wohl wahrscheinlich gesagt? Die haben gesagt, diesen Propheten, ja, hat vielleicht noch niemand eine Idee? Weil er sagt ja, bevor das jetzt ist, was wir gerade sozusagen verhandeln, gab es schon den Theudas und es gab schon Judas den Galiläer. Was ist denn gerade das in Anführungsstrichen Problem, was der Gamaliel zu bearbeiten hat in dieser Geschichte? Was ist denn gerade der Konflikt, um den es eigentlich geht, wenn ihr die Geschichte ein bisschen kennt? Er bezieht sich ja nur auf den Theudas und den Judas, um zu sagen, naja, wir hatten sowas schon mal. Ja, wir hatten sowas schon mal und das ist kaputt gegangen, das ist nochmal passiert, das ist nochmal kaputt gegangen. Deswegen sagt er, in diesem Fall jetzt, lasst sie in Ruhe. Ja, weil das ist ein Argument. Ja. Genau,
Also womit hat der Gamaliel gerade zu tun? Ja, der Gamaliel ist jetzt ja nicht unbedingt jemand, der auf Gottes Seite steht so sehr, aber was ist das Problem oder was ist die Situation gerade? Das sind Apostel. Die Apostel von wem? Von wem sind die? Von Jesus, die Apostel von Jesus, genau. Und was behaupten die Apostel von Jesus? Was behaupten die über Jesus? Was sagen die ganze Zeit in den Predigten in der Apostelgeschichte, erfüllt vom Heiligen Geist? Was sagen die über Jesus? Er ist der? Er ist der Messias, ganz genau. Er ist der Messias, er ist Gott. So, das heißt, hier gibt es Leute, die behaupten, Jesus ist der Messias. Und Gamaliel sagt, hatten wir schon. Das gab schon mal den Teudas, ja, ist alles kaputt gegangen. Dann gab es den Simon, den Judas, den Galiläer, der ist auch zuschanden geworden. Das heißt, was haben diese Leute eigentlich behauptet dann wahrscheinlich, diese Teudas und der Judas? Sie haben behauptet, dass sie der Messias sind. Es gab bereits vor Jesus Leute, die gesagt haben, sie sind der Messias. Und sie haben Menschen mit sich gezogen. Und waren sie der Messias? Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Satan weiß, dass Jesus allein der Messias ist. Und weil er das weiß, versucht er, viele falsche Messiasse, falsche Propheten, falsche Lehrer im Raum zu verteilen, sodass man irgendwann verwirrt ist und den richtigen nicht mehr findet. Also ich weiß noch, vor vielen, vielen, vielen Jahren, als ich noch klein war. Kennt ihr noch diese alten Comics Tom und Jerry, diese Zeichentrickserie? Da kann ich mich erinnern, wie, das war so, das habe ich bis heute nicht vergessen. Der Tom ist immer der Jerry hier und die Jerry hat sich immer in diesem Mauseloch versteckt. Und da hat der Tom sich Folgendes überlegt, er hat die gesamte Wand angemalt, so mit Mauselöchern, sodass Jerry nicht mehr wusste, wo das wahre Mauseloch ist und ist ständig gegen die Wand gerannt, weil alles so aussah wie ein Mauseloch. Und das ist so ein bisschen diese Idee, die hier deutlich wird. Es gibt nur einen Schutz, es gibt nur Jesus. Und der Satan erfindet falsche Propheten, erfindet falsche Lehrer, erfindet falsche Messiasse. Und was wir hier sehen, was ist mit diesen Leuten passiert? Alle, die dem Teudas nachgefolgt sind, die gesagt haben, Teudas ist der Messias, was ist mit denen passiert? Sie wurden alle zerstreut, sie wurden alle zunichte. Ja? Was ist mit denen passiert, die unter Judas dem Galiläer gesagt haben, das ist der Messias? Sie wurden alle zerstreut. Und das hat Jesus wahrscheinlich auch vor Augen, als er gesagt hat, alle, die vor mir kamen, die behauptet haben, ich bin der Messias, ich bin der Messias. Es gab übrigens auch später noch Leute, ja, den Bar Kochba zum Beispiel im 2. Jahrhundert, der gesagt hat, ich bin der Messias. Sie alle waren Diebe und Räuber. Noch ein Beispiel in 2. Petrus 2. Da haben wir dieses Prinzip hier von den falschen Propheten und den falschen Lehrern. 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Ja, Diebe und Räuber kommen ja auch meistens eher wie? Heimlich, oder? Ein Dieb sagt nicht, guten Tag, ich würde gerne heute Abend ihr Haus ausrauben. Ja? Der macht das heimlich. Und die falschen Lehren kommen meistens auch heimlich in die Gemeinde. Nicht offensichtlich. Ja? Also manchmal auch offensichtlich, aber in der Regel eher versteckt. Verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und dann steht in Vers 3, und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Ein Thema, das wir immer wieder sehen, die falschen Lehrer sind nicht nur theologisch falsch, sie sagen nicht einfach nur etwas, was unwahr ist, sie haben egoistische Motive. Das ist ganz wichtig. Ja, es geht also nicht nur darum, der hat Recht und der liegt falsch, sondern es sind immer auch Menschen, die haben eigentlich den Wunsch, sich selbst zu erhöhen, sich selbst zu bereichern. Gibt es heute auch noch in der Christenheit, dass Leute behaupten, für Jesus zu reden und in Wirklichkeit einfach nur Geld einsammeln und sich ein tolles Leben machen wollen? Jesus warnt uns davor. Er sagt, da gibt es viele, die sind Diebe und Räuber. Viele, die behaupten, dass durch ihren Weg und durch ihre Botschaft man Teil des Volkes Gottes wird. Dass man durch ihre Botschaft gerettet werden kann. Nun, ein ganz wunderbares Zitat sagt Folgendes. In allen Zeitaltern haben Philosophen und Lehrer der Welt Theorien präsentiert,
durch die man angeblich die Bedürfnisse der Seele befriedigen kann. Jede heidnische Nation hatte ihre großen Lehrer und ihre religiösen Systeme und haben dadurch versucht, andere Mittel der Erlösung anzubieten als Jesus Christus. Ja? Egal, ob es der Buddhismus gewesen ist oder ob es die heidnischen Religionen Ägyptens oder Babylons gewesen sind. Alle hatten so ihre Methode, ihren Weg. Und dann heißt es hier weiter, und sie haben dabei die Augen der Menschen weg vom Gesicht des Vaters gelenkt und haben die Herzen mit Furcht vor ihm erfüllt, der ihnen doch nur Segen geben wollte. Also, was sie sagt, ist ganz interessant. Sie sagt, die ganzen falschen Religionen lenken unseren Blick weg von dem Gesicht des Vaters, der eigentlich es gut mit uns meint. Und wenn wir wegschauen vom Vater, fangen wir an, Angst vor ihm zu haben. Und das ist so ein ganz interessanter Gedanke, wie ich finde. Und dann geht es noch weiter hier. Der Trend ihres Werkes war es, Gott zu berauben dessen, was eigentlich sein eigenes ist, durch Schöpfung und durch Erlösung. Und diese falschen Lehrer berauben auch den Menschen. Millionen von Menschen sind gebunden unter falschen Religionen, in der Sklaverei von Furcht und oder Gleichgültigkeit. Sie arbeiten wie Lasttiere ohne Hoffnung oder Freude oder Erwartung für die Ewigkeit. Und das zeigt so ein bisschen, was das Problem ist, was die Menschen heute alle haben. Ja? Wir leben in einer Welt, auch heute noch, wo es viele Theorien gibt, wie man irgendwie Seelenfrieden finden könnte. Und Jesus sagt, es sind viele vor mir gekommen und es sind auch viele nach ihm noch gekommen, die waren alle Räuber und Diebe. Und dann sagt er aber, wie kommt man hinein? Wie kommt man in die Herde sozusagen? Wir haben ja das letzte Mal dieses Bild uns angeschaut von der Schafhürde, wo die ganzen Schafe, ich mache jetzt kein Schaf nochmal, ja. Es gibt die Tür. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Jesus allein ist die Tür. Nun, gut. Ich fand es so schön, also dazu kommen wir bestimmt jetzt auch dann noch, aber er sagt ja trotzdem, das ist sehr hoffnungsvoll, dass auf jeden Fall sagt er, dass die Schafe aber auch warten, also die Schafe lassen sich nicht verführen. Und die Schafe hören, dass es eine fremde Stimme ist. Und das gibt uns wiederum Hoffnung. Ein echter Gläubiger, wenn er Gott kennengelernt hat, wird erkennen, ob es wirklich Gott ist, der hier spricht. Früher oder später wird er das merken. Ja? Man verwirrt, ja, auch als gläubiger Mensch ist man mal durcheinander. Ja? Man hat eine falsche Information aufbekommen. Es braucht vielleicht Zeit, sie wieder loszuwerden. Aber jeder, der wirklich der Wahrheit folgen möchte, wird sie finden. Das ist, was Gott verspricht. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werdet ihr mich finden, sagt Gott. Nicht wahr? Das ist also ein ganz wichtiger Gedanke. Noch ganz kurz zum Ende dieses Zitates hier. Das ist nämlich sehr schön. Hier heißt es, es ist das Evangelium von der Gnade Gottes allein, das die Seele erheben kann. Vielleicht habt ihr das auch in eurem Leben erlebt. Es gibt viele Theorien, wie man ein besseres Leben leben kann. Aber nur das Evangelium von Gottes Gnade kann die Seele wirklich hochheben. So, wirklich erheben. Und dann geht es hier noch weiter. Das Nachdenken über die Liebe Gottes, wie sie sich in seinem Sohn gezeigt hat, wird das Herz aufwühlen und die Kräfte der Seele aufwecken, wie es nichts anderes kann. Christus kam, dass er im Menschen das Bild Gottes wiederschaffen würde. Und was immer Menschen von Christus wegführt, führt sie weg von der Quelle wahrer Entwicklung. Und das zeigt uns, wie entscheidend es ist, dass wir Jesus folgen. Jetzt, wir haben gesehen in Johannes 10, Vers 9, dass Jesus sagt, ich bin die Tür. Das ist nicht das erste Mal, dass Jesus gesagt hat, ich bin. Punkt, 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 oder? Was haben wir im Johannes schon gelernt, was er sonst schon alles so gesagt hat über... Ja, genau. Johannes 8, Vers 12 sagt er, ich bin das Licht. Und zwar das Licht
der Welt. Nicht wahr? Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder zum Beispiel, was haben wir noch? Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 14, Vers 6, ganz genau. Oder? Wasser des Lebens, also ja, genau. Er sagt zum Beispiel auch in Johannes 6, ich bin das Brot. Ja, und wir haben gelernt in Johannes 8 auch, dass dieses Ich Bin ausdrückt, dass er der ist, der im Dornbusch zu Mose gesagt hat, ich bin der, ich bin erst Gott. Und es wird erklärt, was das bedeutet. Gott, der Ich Bin, ist das Licht. Er ist das Brot, von dem wir uns ernähren. Und er ist auch die Tür. Allein durch Jesus kommen wir zu dem echten Frieden. Nun, schaut mal mit mir in Johannes, in Römer 5. Wir wollen ein bisschen darüber nachdenken, was es bedeutet, dass wir durch Jesus hier einen Zugang haben. Ja, Jesus, du hast gesagt, richtig gesagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt nicht, ich bin ein Weg, eine Wahrheit, ein Leben. Ja, wie es heute Leute gibt, die sagen, ja, es gibt viele Wahrheiten und viele Wege, auf denen ich war. Und jeder kommt so von seiner Seite. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir nicht nur einfach über Jesus reden, sondern dass wir den Jesus finden, den biblischen Jesus. Ja, und nicht irgendein Jesus, sondern den biblischen Jesus. Schaut mal in Römer 5, Vers 1 und 2. Dort haben wir etwas über diesen Zugang. Römer Kapitel 5, Vers 1 und 2. Wer mag den mal lesen? Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Reicht schon, genau. Durch wen haben wir Zugang erlangt? Durch Jesus. Durch Jesus Christus. Und wozu bekommen wir Zugang? Zu der Gnade. Das heißt, alle, die hier in Dings sind, das sind die, die eigentlich in der Gnade sind. Ja? Wir haben Zugang zur Gnade allein durch Jesus. Das heißt, ohne Jesus können wir nicht begnadigt werden. Wir haben keinen Zugang zur Gnade als nur durch Jesus. Wir können nicht einfach nur sagen, naja, Gott hat mich schon irgendwie lieb, irgendwie wird schon klappen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Jesus folgen, er wird mir trotzdem irgendwie vergeben. Viele Menschen denken, naja, es gibt irgendein etwas Gutes vielleicht in der Welt, irgendwas nach dem Tod, irgendwie werde ich schon hindurchkommen oder so. Aber Paulus sagt, der Zugang ist durch Jesus und Jesus sagt, ich bin die Tür. Schauen wir nochmal einen anderen Vers an und zwar im Epheserbrief. In Epheser, ein bisschen weiter, Epheser Kapitel 2, Vers 18. Da spricht Paulus über die Juden und über die Heiden. Und was sagt er dort in Epheser 2, Vers 18 über diese beiden Gruppen? Ja? Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Genau. Was ist hier der Gedanke? Nicht nur, dass wir Zutritt haben, sondern, was ist der Kerngedanke dieses Verses? In einem Geist, genau. Aber wir haben beide Zugang. Das heißt, egal, ob wir Juden sind oder Heiden. Egal, ob wir in der Kirche aufgewachsen sind oder quasi frisch hineingestolpert sind. Ja? Egal, ob wir Gott schon lange kennen oder gerade erst kennenlernen, wir alle haben denselben Zugang. Es gibt nicht sozusagen eine Priority Lane sozusagen wie im Flughafen, ja, wo dann Leute mit so aus der Business Class und mit extra Dings dann so einen schnelleren Weg gehen können und andere haben so einen zweiten, ja, oder machen einen dritten. Alle haben den gleichen Weg. Und das war für die Juden damals ein bisschen schwer zu verstehen. Die haben gesagt, hey, wir sind doch schon seit über 1000 Jahren Gottes Volk, wir haben die Bibel, wir kennen die 10 Gebote. Warum sind wir jetzt auf derselben Stufe wie diese Sünder, die Griechen, ja, oder so? Aber das ist ganz entscheidend, denn vor Gott sind wir alle Sünder. Egal wer wir sind, egal wie lange wir uns schon mit der Bibel auskennen oder egal welche Erfahrungen wir gemacht haben, wir kommen alle durch dieselbe Tür. Und das ist ganz wichtig. Und das zeigt auch, dass in einem echten, wahren Christentum es keinen Unterschied zwischen Menschen gibt. Es sind alle gleich. Sie kommen alle durch dieselbe Tür. Paulus sagt, wir alle haben Zugang, weil es ist auch nur ein Heiliger Geist. Es gibt nur einen Jesus und nur einen Heiligen Geist. Und deswegen sagt der Paulus dann später in Epheser, weil das so ist, nur ein Geist, nur ein Jesus, nur ein Glaube, nur eine Taufe. Deswegen sollten wir auch alle zusammenhalten und versuchen, diese Einheit auch zu bewahren. Noch ein Gedanke in Hebräer 10 über diese Idee des Zuganges. Hebräer 10 und dort Vers 19 bis 22. Hebräer 10,
ab Vers 19 bis 22. Ich lese mal vor. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Amen. Mhm. Genau, wunderbar. Ausgezeichnet. Wir haben einen, es hat mir sehr gut gefallen, einen freien, ungehinderten Zugang, nicht wahr? Und zwar wohin? Wir haben einen Zugang, was sagt der Text, in das Heiligtum. Und das Heiligtum meint was? Was meint er mit Heiligtum? Er meint, genau, er meint das himmlische Heiligtum. Denn er meint nicht mehr den irdischen Tempel, der spielt jetzt keine Rolle mehr. Er meint den Himmel. Wie können wir in den Himmel hineinkommen? Nach dem, was er hier sagt. Also, werden wir da jetzt einfach als Gläubige sofort hintransportiert? So körperlich? Nein, natürlich nicht. Sondern wir haben Zugang zum himmlischen Heiligtum durch Jesus, durch den Glauben an ihn. Deswegen sagt der Paulus in Hebräer 4, lasst uns hinzutreten, ja, mit Freimütigkeit. Freimütigkeit heißt nicht so, darf ich wirklich, ist das hier der richtige Weg, sondern ich kann zu ihm kommen. Weil Jesus lebt. Weil er im himmlischen Heiligtum unser hoher Priester ist, deswegen können wir zu Gott kommen. Wir können zwar zum himmlischen Thron kommen. Und interessanterweise habt ihr gesehen, im Heiligtum, wie war das so? Konnte man im Heiligtum einfach so ohne weiteres da reinspazieren? Was hat denn den Thron Gottes in der irdischen Stiftshütte von den Menschen draußen, was hat ihn denn getrennt? Was war denn? Da gab es Vorhänge. Wie viele Vorhänge gab es? Zwei. Der erste Vorhang führte zum Heiligen und der zweite führte zum Allerheiligsten. Der Priester hat wo gedient? Der Priester im Alten Testament? Im Heiligen oder im Allerheiligsten? Im Heiligen. Nur im Heiligen? Aber wann hat der Hohepriester im Allerheiligsten gedient? Einmal im Jahr, nicht wahr? Also die Menschen blieben draußen, ja? Die haben ein Opfer gebracht, das Opfer wurde geschlachtet, das Blut wurde vom Priester genommen und der Priester hat es dann wohin gebracht? Ins Heilige und hat dort das Opfer angewandt. Und dadurch, dass sozusagen das Opfer zu Gott, also was war eigentlich das Heiligtum? Was ist das eigentlich, so ganz simpel ausgedrückt? Ein Zelt, genau. Und was macht man im Zelt? Eine Wohnung, es ist eine Wohnung. Und wo, also es ist die Wohnung Gottes, weil die Israeliten waren in der Wüste, was hatten die für Wohnung? Zelte. Also sagt Gott, okay, ihr habt Zelte, baut mir auch ein Zelt. Gott sagt nicht, ihr seid Menschen, ich bin Gott, ich würde gerne einen großen Palast haben. Er sagt, ihr habt Zelte, ich will auch ein Zelt. Ich wohne unter euch. Aber dann sagt er noch was. Er sagt nämlich, bringt alle eure Sünden zu wem? Zu mir. Ja, und wie kommen die Sünden? Durch das Opfer können die Sünden alle ins Heiligtum gebracht werden. Also das Heiligtum ist sozusagen die Wohnung Gottes und gleichzeitig ein Mülleimer. Das ist eine Wohnung Gottes, weil Gott mitten unter ihnen ist, aber es ist ein Mülleimer, in dem mein ganzer Dreck meines Lebens zu Gott gebracht wird. Wird zu ihm gebracht, damit ich damit frei werde. Er sagt, gib's mir. Und wie kommt's da rein? Durch das Opfer. Das Opfer bringt den Müll meiner Sünde, weil mit meiner Sünde komme ich mit dem Tier, nicht wahr? Ich bekenne meine Sünde, das Tier wird geschlachtet, das Blut wird hineingebracht und dadurch ist die Sünde von mir genommen, ist jetzt bei Gott. Was macht man mit einem Mülleimer, wenn er voll ist? Man muss ihn leeren. Ja, aber deswegen gibt es im Heiligtum damals auch die Reinigung des Heiligtums. Und das war, wenn der Hohepriester nicht nur im Heiligen war, sondern ins Allerheiligste gegangen ist. Ja? Und das heißt, am Ende geht der Priester ins Allerheiligste und reinigt damit das ganze Heiligtum. Nun, was will ich damit sagen? Das Ganze ist ein Weg. Die Sünde wird ins Heiligtum gebracht und am Ende aus dem Heiligtum wieder herausgebracht. Ja? Das ist ein Weg, bei dem die Sünde von mir weggenommen wird und ein Weg, in dem ich immer näher zu Gott kommen kann. Die Menschen damals konnten Gott aber nicht, sie konnten nicht ins Heiligtum hineinlaufen. Sie mussten glauben, dass der Priester im Heiligtum das tut, was er tut, oder? Sie hatten also nur im Glauben Zugang zum Heiligtum. Und genauso ist es heute auch. Denn wer ist das Opfer gewesen für uns? Wer hat die Sünden? Das ist Jesus, oder? Und Jesus, unser hoher Priester, er hat sozusagen meine Sünden getragen. Er nimmt sie mit in das Heiligtum im Himmel. Ja? Und ich kann
im Glauben darauf vertrauen, dass er im himmlischen Heiligtum jetzt all diese Dinge tut, die er tun muss, damit mein Leben gereinigt wird. Und was der Paulus jetzt hier sagt in Römer ist, dass dieser Vorhang ein Symbol ist für den Körper von Jesus. Ja, dass er ist Fleisch geworden und das heißt, so wie man quasi einen Vorhang beiseite zieht und dadurch hineinkommt, so ist dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist und als Mensch in den Himmel gefahren ist, durch Jesus haben wir Zugang. Also momentan noch nicht buchstäblich, momentan können wir noch nicht in den Himmel hineinspazieren, aber durch Jesus haben wir Zugang. Er ist in dem Fall jetzt der Vorhang sozusagen, ja, der Vorhang, der beiseite geht, die Tür, die sich aufmacht. Durch Jesus haben wir Zugang zu Gott, dem Vater. Und nur durch Jesus. Denn niemand erklärt uns, wie Gott der Vater ist, außer Jesus. Jesus sagt an einer Stelle, niemand offenbart das, außer der, niemand kennt Gott, den Vater, außer der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Nun, schauen wir noch, ach übrigens, wodurch, wir haben es gerade gesagt, ich betone es nur nochmal, damit es gleich deutlich wird. Wodurch hat Jesus diesen Weg möglich gemacht? Nach dem, was wir gerade gelesen haben, wodurch ist das möglich geworden, dass wir im Glauben Zugang zum himmlischen Heiligtum haben? Durch seinen? Dass seinen Tod. Das heißt, Jesus, wenn er sagt, ich bin die Tür, bereitet er eigentlich schon etwas vor, was jetzt nachher gleich in dem Kapitel noch kommt, nämlich, dass er nicht nur der Hirte ist, sondern als Hirte auch sein Leben gibt. Denn es gibt keinen Zugang ohne den Tod von Jesus. Ja, das ist also ein ganz, ganz entscheidender Gedanke. Gut. Jetzt gehen wir zurück zu Johannes, Johannes 10. Und da steht ja in Vers 9, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Ja, also wenn wir durch Jesus, also wenn wir versuchen, durch unsere eigene Kraft Christ zu werden, gehen wir verloren. Wenn wir versuchen, durch eigene Kraft Gottes Gebote zu halten, gehen wir verloren. Wenn wir versuchen, einfach nur das zu machen, was unser Pastor sagt und einfach durch den gerettet zu werden oder durch unsere Eltern oder durch Tradition, gehen wir verloren. Und das ist so wichtig, weil ich glaube, es gibt heute viele Christen, die wollen wirklich die strengen sich an, die wollen einfach das Beste tun. Oder die wollen einfach das tun, was die Tradition sagt. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, kenne ich Jesus? Bin ich durch Jesus hineingegangen, nicht wahr? Ist er die Tür, durch die ich in die Gemeinde, in das Volk Gottes hineingegangen bin? Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und jetzt ist interessant, er wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Also das Bild ist sehr interessant, weil die Schafe bleiben nicht immer nur hier, oder? Sie gehen jetzt rein und raus. Warum? Weil sie sind Teil, die Schafe bleiben nicht nur eine Hürde, sie gehen hinaus. Und wohin führt der Hirte sie? Er führt sie? Genau, also wenn ich hineingehe, sage ich damit, ich bin ein echtes Schaf und Gott oder Jesus führt uns dann zur Weide. Kennt ihr Textstellen in der Bibel, wo Gott davon spricht, dass wir von ihm geweidet werden? Wo es, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird wie viel mangeln? Nichts mangeln. Er führet mich. Ja, genau, lesen wir kurz einmal, wie es genau steht. Psalm 23 ist ja super berühmt und super schön. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Zu Wassern, des Ruhiges. Ja, also Gott weiß, was ich brauche. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir jetzt gleich noch ein bisschen vertiefen wollen. Schauen wir noch ein paar Texte an über die Weide. Und zwar in Jesaja 49. Jesaja 49 und dort Vers 9 und 10. Da geht es um die Erlösung, wie eigentlich immer im Buch Jesaja, gerade in den Kapiteln hier. Jesaja 49 und dort Vers 9 und 10. Damit du zu den Gefangenen sagst, geht hinaus, und zu denen in der Finsternis, kommt hervor. Sie werden an den Straßen weiden und auf allen kahlen Hügeln ihre Weide haben. Sie werden weder Hunger noch dürsten. Keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie blenden, denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten. Ganz genau. Das ist so schön, oder? Sie werden nicht weder Hunger noch dürsten. Keine trügerische Wasserspiegelung, was ist das? So eine Fata Morgana, oder? Wenn du in der Wüste ist und denkst, ah, das ist doch schon Wasser.
Und dann, das passiert im Leben oft, oder? Dass man denkt, ah, das ist die Lösung meines Problems. Und dann, das war nur eine Illusion. Wie oft sind Menschen enttäuscht, weil sie gedacht haben, das löst ihr Problem. Und dann ist es nur eine Illusion. Und Gott sagt hier, was ich dir anbiete, ist keine Illusion. Du wirst da nicht ankommen und sagen, es war alles nur Lug und Trug. Keine trügerische Wasserspiegelung. Die Sonne wird uns nicht blenden. Der Erbarmer wird sie führen und zu Wasserquellen leiten. Auf allen Hügeln werden sie ihre Weide haben. Damals waren für die Menschen Schafe hüten eine ziemlich allgegenwärtige Sache. Heute gibt es gar nicht mehr so häufig, oder? Muss schon ziemlich, also ab und zu gibt es schon noch, ja, aber ist jetzt nicht so überall präsent. Für die Menschen damals war das eine ganz selbstverständliche Sache, dass überall Schafe gehütet wurden, nicht wahr? Und deswegen wird das in der Bibel so oft verwendet. Schauen wir noch ein Bild an, und zwar in Psalm 100. Psalm 100 und dort Vers 3. Psalm 100 und dort Vers 3. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Genau. Wir sind Gottes Volk. Wenn wir durch Jesus hineingekommen sind, wir sind Schafe seiner Weide. Das heißt, wenn du mal nachdenkst, Jesus ist in diesem Bild zwei Dinge. Er ist die Tür und er ist der Hirte. Er ist Tür und Hirte. Und das sind zwei verschiedene Aspekte, die alle zusammengehören. Nämlich die Tür sagt, dass allein durch Jesus wir erlöst werden. Allein durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Allein durch Jesus haben wir Zugang zum ewigen Leben. Ja, das ist sozusagen die Erlösung. Aber was heißt es, dass er unser Hirte ist? Jetzt, wenn ich sozusagen durch die Tür hindurchgegangen bin, wenn ich Schaf bin, wenn ich Teil des Volkes Gottes bin, was macht jetzt Jesus als der Hirte? Er führt mich. Es ist also nicht so, dass ich einfach nur durch Jesus in die Gemeinde komme und jetzt bin ich erlöst und jetzt kann ich tun lassen, was ich will, sondern jetzt werde ich geführt. Und das, also wer entscheidet, wo es lang geht? Der Hirt oder Schaf? Genau, was passiert mit dem Schaf, das alleine entscheiden will? Das geht verloren, ja, das ist ein verlorenes Schaf. Und was macht der Hirte, wenn das Schaf verloren ist? Er lässt die 99 zurück und sucht das verlorene Schaf, nicht wahr? Er geht uns nach, wenn wir auf Irrwege gehen. Aber der entscheidende Punkt ist, ein Schaf hört auf den Hirten. Und wenn hier steht, wir sind Schafe seiner Weide, will damit zum Ausdruck gebracht werden, eigentlich, wir sollten auf Gott hören. Wir sollten nicht nur die Erlösung in Anspruch nehmen, sondern wenn wir das in Anspruch nehmen, sollten wir uns auch bewusst machen, Jesus ist mein Hirte. Übrigens, hier muss ich noch ein schönes Zitat vorlesen, das mir sehr gefallen. Wo habe ich das? Hier habe ich das. Ja, das ist. Von allen Geschöpfen ist das Schaf eines der ängstlichsten und hilflosesten. Das fand ich sehr schön. Und im Osten war die Sorge eines Hirten für seine Herde unermüdlich und unaufhörlich. Ja, wenn wir später oder nächste Woche noch mehr darüber hören. Aber das war für einen Hirten eine ziemlich anstrengende Sache. Und deswegen verwendet Gott dieses Bild. Er sagt, ihr seid wie Schafe, weil Schafe ziemlich ängstlich sind. Schafe sind jetzt nicht so besonders durchgeplant. Ja? Schafe lassen sich schnell erschrecken. Schafe sind auch ziemlich kurzsichtig, wusstet ihr das? Schafe können nicht weit gucken. Ja, die sind ziemlich, nicht blind, aber ziemlich, die wissen nicht auf lange Sicht, wo es lang geht. Das sind alles super Bilder für uns, oder? Weil erstens sind wir ziemlich leicht zu erschrecken, ziemlich ängstlich. Ja? Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Ja, wir sind ziemlich hilflos. Und die Menschen damals haben ja diese Schafe gekannt. Die wussten ja Schafe in anderen Charakter als Pferde zum Beispiel. Ja? Und obwohl wir uns manchmal mehr so wie Pferde fühlen, ja, sind wir in Wirklichkeit eigentlich wie Schafe. Und das ist, was dieser Psalmschreiber sagt. Wir sind Schafe seiner Weide. Und wir brauchen einen Hirten. Ja? Es reicht nicht aus, wenn wir den richtigen Stall gefunden haben. Wir brauchen jetzt einen Hirten, der uns ständig führt und uns dorthin führt, wo es was zu essen gibt. Weide. Was ist denn? Was machen die Schafe auf der Weide? Sie essen. Ja, was essen sie denn? Sie essen das, was ihnen gut tut. Jetzt, wenn ein Hirte seine Schafe führt, sagt er einfach, ah, zum Glück bin ich jetzt angekommen, jetzt esst mal alle und ah, ich ruhe mich erstmal aus, das war ja anstrengend bis hierhin. Was macht der Hirte? Macht er das so? Was macht der Hirte, wenn er irgendwo ankommt an einer Grasfläche? Wisst ihr, was ein Hirte macht? Er schaut erstmal, ob es da vielleicht irgendwelche giftigen Kräuter gibt. Ja? Er schaut nach, ob das sicher ist, was dort gegessen werden kann. Jesus sorgt sich dafür, Jesus hat versprochen, dafür zu sorgen, dass wir gute Nahrung bekommen. Ja, weil wir brauchen Nahrung. Als Christen brauchen wir Nahrung. Wir müssen uns geistlich ernähren. Und in dieser Welt gibt es nicht nur gute Nahrung, es gibt auch
Schlechte Nahrung, dornige Nahrung, giftige Nahrung. Und Jesus, wenn er sagt, er wird uns auf grüner Aue weiden, das heißt, Gott möchte dafür sorgen, dass wir Dinge lesen und Dinge hören, uns mit Dingen beschäftigen, die uns geistlich stärken. Und die nicht dazu führen, dass wir jetzt mit Irrlehren vergiftet werden oder mit Dingen, die unsere Seele kaputt machen und so weiter. Jesus hat eine Sorge für uns. Aber wir gehen nochmal ganz kurz zurück zu dem Hirten. Schaut mal mit mir in Hesekiel 34. Hesekiel 34, und das ist ganz schön. In Hesekiel 34 geht es um die Hirten Israels, die alle so schlimm waren, ja, haben wir von gelesen, ja, zum Beispiel, ja, die als Räuber und als Diebe alles kaputt gemacht haben. Und das Volk Gottes war oft ziemlich durcheinander und zerstreut. Und dann steht jetzt Folgendes in Hesekiel 34, Vers 11 bis 16. Wer mag das mal lesen? Denn so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten retten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen. Und ich werde sie in ihr Land führen und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden. Und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Genau, also Gott schaut auf sein Volk und er sieht lauter falsche Hirten, lauter Diebe und Räuber, die das Volk zerstreuen, die ihnen falsche Lehren beibringen, die sie von Gott wegbringen. Was ist Gottes Lösung? Was sagt er? Er sagt, ich selbst mache das. Ich will selbst mein Volk führen. Ich bin selbst der Hirte. Er tut nicht einfach nur einen Engel schicken und sagen, mach du das oder einen Menschen beauftragen. Am Ende ist Gott selbst unser Hirte. Übrigens, wenn hier ständig steht, Gott der Herr sagt, Gott der Herr, Gott der Herr sagt, ich werde selbst der Hirte sein, was heißt denn das, wenn Jesus dann sagt, ich bin der gute Hirte? Das bedeutet, er ist Gott, oder? Jesus sagt das über sich, was im Alten Testament immer Gott der Herr sagt. Gott der Herr sagt, ich will selbst Hirte werden, ich werde sie sammeln. Die von den Menschen zerstreut sind, ich werde sie wieder sammeln. Heute gibt es viele Menschen, die sind enttäuscht, weil sie von falschen Lehrern, von Priestern, von Gurus, von ich weiß nicht wem, irgendwie in die Irre geführt worden sind. Und viele sind dann zerstreut und wollen mit Gemeinde, mit Kirche, mit Religion nichts mehr zu tun haben. Obwohl sie eigentlich theoretisch glauben würden, wenn es ihnen nur richtig erklärt werden würde. Und Jesus kommt und sagt, ich will sie sammeln. Ich will die, die von Menschen weggetrieben worden sind, will ich wieder zusammensammeln, ja? Weil du das vorhin gesagt hast, mit dem, dass Gott sie weidet. Also ich bin letztens an der Schafweide vorbeigekommen und es war schon fast dunkel. Aber die Schafe waren immer noch da gelegen und haben wieder gekäut. Ja. Und wenn man sich das mal so überlegt, wie viel Zeit die Schafe eigentlich nur mit dem Fressen und dem Wiederkäuen und dem Trinken aufwenden, dann kann man sich auch überlegen, das ist das, was der Hirte ihnen gegeben hat. Und gerade wenn es jetzt um die Lehren geht, wie viel, also im übertragenen Sinn, wie viel Zeit dürfen wir damit verbringen, die Wahrheit wiederzukäuen? Ja, vor allem. Und uns mit der Wahrheit immer und immer wieder zu beschäftigen, dann ist auch, glaube ich, gar keine Zeit mehr für die Irrlehren und irgendwie abgelenkt zu werden. Ja, genau. Vor allem ist es Wiederkäuen. Die Dinge, die man schon mal gegessen hat, nochmal wiederzubringen. Ja, das ist ja das, was Paulus sagt. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, macht mir nichts aus. Ist mir nicht lästig. Ihr müsst euch immer mit den Dingen wieder beschäftigen. Ja, guter Gedanke. Also Gott sagt, ich will selbst gehen. Ich will sie, die Hirten haben sie alle zerstreut. Ich bin selbst der gute Hirte. Ich führe sie alle wieder. Und habt ihr gesehen, was für eine Weide er ihnen geben will? Wie wird diese Weide hier beschrieben? Aus allen Ländern, Völkern, sagt er, holt sie alle zusammen und dann führe ich sie auf die, was für eine Weide? Eine gute Weide und noch eine gute Weide, eine fette Weide. Gott sagt also nicht nur, ja, bei mir kriegt er halt auch ein paar Krümel und ein bisschen Grashalm, ja, sondern er kriegt wirklich
gutes Futter. Richtig fettes Futter. Gott kümmert sich wirklich gut um uns. Und wenn wir nur wirklich auf Jesus vertrauen und ihm folgen, hat er versprochen, dass wir alles bekommen, was wir brauchen für unseren geistlichen Fortschritt. Hat nicht Paulus gesagt in Epheser 2, ich preise den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Jesus. Gott segnet uns mit allem, was wir brauchen. Und das sagt er hier, fette Weide. Er sagt, ich will meine Schafe selbst weiden. Und das heißt, damit enden wir heute. Das eine ist, und das ist sehr schön, also das ist, ja, hier ist die Tür. Wenn ich durch Jesus gehe, bin ich dabei. Dann bin ich gerettet, dann bin ich erlöst. Aber was auch dazu zählt und was wichtig ist, Jesus führt mein Leben. Wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, glaube ich, dass er mein Leben besser führen kann, als ich es selbst führen kann. Dann glaube und vertraue ich, dass er besser weiß, wo ich wirklich auftanken kann, als was ich mir selbst aussuche. Ja? Dann glaube ich, dass ich wirklich auf die Stimme Jesu hören muss und ihm folgen muss. Ja? Ich musste gerade an das eine Lied denken, jeden Tag ein Augenblick des Lebens, wo es dann auch heißt, mich zu schützen als ein Kind und Schäflein hat der selber sich zur Pflicht gemacht. Oder im Englischen heißt es dann noch genauer, das ist eine Pflicht, die er sich selbst auferlegt hat. Mhm. Also man denkt so leicht, naja, die hatten ja auch ihre Hüter und so bei den Schafen und ja gut, die Schafe halt, aber ja. Gott sieht es nicht als Nebensache an, sondern als sowas Wichtiges, dass er die Aufgabe niemand anderem überlassen möchte. Ja, ganz genau. Ganz genau. Es gibt so ein paar Dinge in der Bibel, die hat Gott nicht mal Engel übergetragen. Das Schreiben der 10 Gebote zum Beispiel hat er selbst gemacht. Ja? Und mich zu hüten, also natürlich benutzt er auch Engel, aber mich zu hüten ist Chefsache für ihn. Und das ist interessant, ja, wa? Für Gott ist es so wichtig, dass ich einmal bei ihm bleibe, dass er sich selbst dafür gegeben hat, dass er selbst alles gibt, um mich zu behüten. Und die Frage ist, bin ich da noch ein williges Schaf, das glaubt, dass es selbst zu kurzsichtig ist, dass ich auf den Hirten höre, oder bin ich ein rebellisches Schaf, das wieder in die andere Richtung laufen will? Das ist die Frage, ja? Zum Schluss, ganz kurz, schauen wir noch ganz kurz in Johannes 10, Vers 10 und dann schließen wir damit ab. In Johannes 10, Vers 10 heißt es ja, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Das haben wir gesehen. Ja? Der Unterschied zwischen dem Dieb und dem wahren Hirten ist nicht nur die Lehre, sondern es ist auch die Motivation. Ein Dieb, der will sich selbst bereichern. Der denkt an sich und nicht an die Schafe. Einen echten Hirten auch in der Gemeinde, der Jesus nachfolgt, erkennt man daran, dass er sich für das geistliche Wohl der Geschwister interessiert und nicht für sich selbst. Ja? Ein Hirte denkt an die Schafe. Der Hirte will, dass die Schafe leben. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie was haben? Das Leben haben, und zwar im Überfluss. Was war Jesu Motivation? Die letzten Verse, die wir lesen, Matthäus Kapitel 18, Vers 11. Und da werdet ihr sehen, dass das hier wieder auch Hesekiel 34 aufnimmt. Matthäus 18, Vers 11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir uns niemals aus den Augen verlieren dürfen. Jesus ist gekommen, um die Kranken zu heilen. Er ist gekommen, die Verlorenen zu retten. Er ist gekommen, um die Verwirrten wieder zurückzubringen. Er ist gekommen, um die Zerbrochenen wiederherzustellen. Weil der Satan möchte uns so oft einreden, wenn ich verwirrt bin, wenn ich zerbrochen bin, wenn ich krank bin, wenn ich gefallen bin, wenn ich gesündigt habe, dann bin ich verloren und kann nicht mehr gerettet werden. Aber Jesus ist genau für die Menschen gekommen, die verloren sind. Er ist gekommen für die Verlorenen, um sie zu retten. Noch ein Vers, und zwar in 1. Timotheus. Paulus hat das verstanden. Und Paulus hat sich das richtig persönlich, und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht nur allgemein verstehen und sagen, ja, Jesus ist für die Sünder gekommen, sondern dass wir es persönlich auf uns beziehen. Ja? 1. Timotheus, Kapitel 1 und dort Vers 15. 1. Timotheus 1, Vers 15. Paulus sagt, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Also mit anderen Worten, was jetzt kommt, das ist wirklich vertrauenswürdig. Das kann man glauben. Und das sollte man wirklich annehmen. Das ist es wirklich wert, es für sich persönlich in Anspruch zu nehmen. Nämlich was?
dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Für Paulus war das nicht einfach nur so eine theologische Wahrheit, ja, das muss ich predigen, weil ich Prediger bin. Paulus hatte erlebt, ich war selbst ein Sünder. Und zwar nicht nur irgendeiner, ich habe ziemlich viel gesündigt. Und ich glaube, jeder Mensch, der wirklich Jesus kennenlernt, wird zu dem Schluss kommen, ich war der größte Sünder. Auf die eine oder andere Weise, nicht wahr? Aber Paulus wusste, mit eigenen Werken könnte ich das niemals wieder gut machen. Durch Anstrengen, vergiss es. Aber durch Jesus bin ich gerettet worden. Jesus ist die Tür. Er ist mein Hirte. Das war die Motivation. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Wenn ich Sünder habe, bin ich ein Fall für Jesus. Bin ich Sünder, dann bin ich genau das, was Jesus vor Augen hat, was er retten möchte. Allerletzter Vers. Johannes 3, Vers 17. Hier sehen wir die Motivation von Jesus, als er in diese Welt kam. Johannes Kapitel 3 und dort Vers 17. Das ist der Vers nach dem berühmten. Ja, der berühmte Vers 16 sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, das ist die Tür. Jetzt, was ist Vers 17? Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ganz genau. Was ist die Motivation? Nicht nur die Motivation von Jesus, sondern auch, das ist sehr wichtig, wer hat Jesus gesandt? Gott. Und was ist Gottes Motivation? Gottes Motivation des Vaters ist es, dass die Welt gerettet werde. Es ist also nicht so, wie manchmal behauptet wird oder manchmal so unbewusst gedacht wird, Jesus liebt uns und Gott der Vater ist streng. Ja? Es gibt immer diese Idee, ja, Gott der Vater ist streng und Jesus hat versucht, irgendwie Gott den Vater zu besänftigen oder so und hat versucht irgendwie, das ist nicht so. Sondern Gott der Vater hat Jesus gesandt, weil Gott der Vater die Welt nicht retten möchte, richten möchte, weil er sie retten möchte, weil er uns liebt. Und Jesus zeigt das. Jesus zeigt, dass der Vater uns liebt. Und deswegen dürfen wir alle Leben haben. Und zwar nicht nur ein bisschen Leben, nicht nur ab und zu Leben, sondern Leben im Überfluss. Das Griechische sagt, über das gewöhnliche Maß hinaus. Ein gläubiger Mensch lebt über das gewöhnliche Maß hinaus. Er ist vielleicht nicht reicher als andere,